Hallo zusammen. Eins der beliebtesten Gerichte der ukrainischen Küche sind Pampuschki mit Knoblauchsoße. Sie sind sehr aromatisch und fluffig. Sie bestehen aus einem weichen und fluffigen Hefeteig und nach dem Backen wird die selbstgemachte Knoblauchsoße auf die Hefebrotchen aufgetragen. In einer großen Schüssel lauwarmes Wasser, Trockenhefe und Zucker mischen. In der Hefemischung 2 Esslöffel Pflanzenöl und 1 Esslöffel Salz dazugeben und alles gut vermischen. Mehl durch das Mehlsieb dazufügen und kneten es zu einem Teig. Der fertige Teig ist weich und elastisch und klebt nicht an den Händen. Den Teig für ca. 1-2 Stunden abgedeckt an einem warmen Ort stellen. Den Teig in 20 gleich große Stücke teilen. Jedes Teigstück zu einer Kugel formen. Backform fetten und Pampuschki verteilen und 20-30 Minuten ruhen lassen. Für Knoblauchsoße Butter schmelzen, dazu noch Knoblauch und Kräuter nach Geschmack geben und alles gut vermischen. Die heiße Pampuschki mit Knoblauchsoße bestreichen. Und das war's. Es ist mega lecker. Probier das auf jeden Fall. Guten Appetit!